Was wollte ich gerade machen? Achso, wegen 70% vom Triceratops wollte ich gucken. Ich erinnere mich da an was. Guck mal, aber er hat jetzt 74%. Jetzt können wir es machen. So, Genomen modifizieren. Oh, wir sind bei 69 durch die Genomenmodifizierung. Dann müssen wir wohl was wegnehmen, ne? Was haben wir hier? Lebensfähigkeit reduziert sich auch wieder. Und hier, wenn wir hier drauf gehen, sind wir bei 70. Okay, dann aktivieren wir mal lieber das. Und dann müssten wir jetzt bei 70% sein, oder? Ja, gut. Dann versuchen wir das jetzt nochmal auszubrüten. Ich hoffe, es schlägt nicht viel, weil wir haben echt nicht mehr viel Geld. Vielleicht war der Traum ja schon. Ja, vielleicht war der Traum ja schon. Ich finde es schon gut. So, wir sind hier wieder am Stissel. Wir können ja hier mal nochmal für einen Struti losschicken, oder? Aber kostet ganz schön viel. Aber die anderen sind alle auch nicht günstiger. Schicken wir hier einfach nochmal los. Ich will möglichst effizient sein. Wie sind denn eigentlich momentan unsere Einnahmen? Sieht das gut aus? 37.000 in der Minute gewinnen. Das ist doch gar nicht so verkehrt. So, vielleicht können wir hier auch wieder irgendwas verkaufen von dem, was gebracht wurde. Na perfekt, da haben wir schon glatt unsere Mission finanziert. Ja gut, dann extrahieren wir hier mal weiter die DNA. Sehr gut. Und ich hoffe weiterhin, dass der Triceratops das macht. Das wäre sehr, sehr gut. Das wäre ungünstig, wenn nicht. Ich kann gerade dabei zusehen. Wir können ja mal gucken, wie es hier beim Rest so läuft. Ich wollte mal gucken, wegen der Futterstation. Eine Gelegenheit hat sich aufgetan. Okay. Und was? Brüten Sie Ihren Hammett-Entwicklungslabor erfolgreich einen kleinen Pflanzenfresser aus? Na gut, können wir machen. Mal gucken, ob das jetzt mit einem Triceratops schon erfüllt wird. Ich bin gespannt. So, wir haben noch 7 von 10. Alles im grünen Bereich. Sehr gut. Forschung abgeschlossen. Dann gehen wir mal zurück und schauen uns das mal an. Wir sind jetzt bei 378.000. Ich glaube, Gebäude wird noch mal ein bisschen teurer. Mehr oder weniger. Je nachdem, was man als teurer empfindet. Hier sind wir bei 100.000. 100.000, 200.000, 100.000. 300.000. Manche Sachen sind dann aber auch echt nicht günstig, so, ne? Dinosaurier kann freigelassen werden. Sehr, sehr cool. So, ich schaue mal hier nochmal bei der Genetik. Okay, da war mit 75.000 eigentlich ziemlich gut dabei. So, starke Heilung nehmen wir mal. Beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Juhu. Das blieb nicht unbemerkt. Haben wir das auch gleich noch erfüllt. So, wir müssen jetzt nur noch die Ranger-Station bauen und können unseren Triceratops freilassen. Bringt uns hoffentlich auch nochmal ein bisschen mehr bei den Einnahmen. Das wäre voll super. Hihi, hallo, du kleiner süßer Triceratops, du. Sieht er jetzt eigentlich anders aus als der andere Triceratops? Ich glaube nicht, ne? Da hat man schon was verändert gehabt. Hallo. Voll gut. Ich hänge hier gerade zwar so im Weg rum, aber was soll's. So, pass auf. Catchu, genau. So, Ina, kannst du auch mal versuchen, so eine realistische Stadt nachzubauen in City Skylines? Ich habe dir da mal einen Link auf Twitter geschickt, wenn du weißt, was ich meine. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das kriege ich nicht. Oh ja, sie sind einfach so süß, die Dinos. Schaut mal, da begrüßen sie sich. Ketchup und Mayo. Teddy Style Senf. So, Expedition abgeschlossen. Und ich wollte jetzt noch unbedingt die Ranger-Station bauen. Mittlerweile haben wir 500.000. Ich guck mal wegen Fossilien. Weil wir gerade Geld gebrauchen könnten. Aber ich extrahiere einfach mal weiter hier die DNA. Ich bin da mal nicht so. So, dann schicken wir die auch gleich nochmal los. Dann ist das wenigstens auch, nenne den Nace bitte. Ich weiß nicht, ob ich was benenne, was ich nicht, wo ich nicht weiß, wie es sich zusammensetzt. So, hier haben wir unser ACU-Zentrum. Und ich wollte jetzt wegen der Ranger-Station gucken. Die haben wir hier. Wo haben wir denn für sie jetzt am besten noch Platz, ist die Frage. Könnten wir auch noch hier so ums Eck bauen. Hui. So, wenn wir es hier irgendwie ranbauen. Ein bisschen Y, ein bisschen X, ein bisschen Y. So, brauchen wir wieder Strom.
das ist irgendwie... Sieht so aus, als hätten sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen sie mehr okay, jetzt kapiere ich das. Produktion. Der Rest von Mayonnaise. Ach, nee. Nenn den Ceratosaurus Marble. Ach ja. So. Weg hatten wir hier schon. Hier fehlt nur der Strom. Strom. Hier brauchen wir wieder eine schöne Verteilersteckdose. Ich platziere das mal hier so mittig am Rand. In der Hoffnung, dass wir dann hier viel mit abdecken können. So, denn dann ragt es da auch noch rüber. Ich befürchte gerade einfach nur, unser Kraftwerk hat nicht mehr genug Strom. Kann das sein? Ich bin Owen Grady. Hi. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Männer. So, wie Strom ist der Text? Strom ist etwas, was wir bei unseren Operationen nicht einfach ignorieren können. Ohne Strom sind wir antriebslos. Unglaublich. Kraftwerke versorgen ihre Insel mit Strom. Und mein Mausfall bewegt sich mal wieder nicht. Umspannwerke leiten Strom zu umliegenden Gebäuden. Stellen Sie sicher, dass die Umspannwerke durch Masten mit den Kraftwerken verbunden sind. Das hoffe ich doch. Hallo? Achso, ich bin hier gerade drin. Wenn wir den Upgrade-Platz nutzen, bringt uns das Meer mit verbesserter Leistung? Okay, der Stromausfall wird vergrößert, also die Möglichkeit dafür. Aber wir kriegen erstmal 14% mehr für weniger Kosten praktisch. Oh nein, eine Krankheit ist aufgetaucht. Gut, dass wir hier schon alles erforscht haben. So, wir müssen hier wieder weg. Und hier ist wer krank. Wo kriegen wir unsere Ranger-Station her? Ranger-Team, ihr müsst mal hier so ein bisschen... Sie haben einen kranken Dinosaurier. Bisschen was tun. Zeit, ihn zu behandeln. Sehe ich aber mal auch so. Sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. So, sind Sie schon unterwegs? Ich sehe, da sind Sie. La 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 la. Da fahren Sie, meine lieben Freunde. Hui. Er sichert die Gegend ab, weißt du? Er zieht einfach mal hier nach hinten. Hui. Los geht's, liebe Freunde. Gleich sind wir da. Rum. Hm. So. Dinosaurier. Ja, gut. Stromproduktion. Jedes Kraftwerk speist eine gewisse Menge Strom in das Netz ein. Jedes Gebäude benötigt eine gewisse Menge Strom, die sich erhöht, wenn es verbessert wird. Verbessern Sie Ihre Kraftwerke durch Upgrades oder bauen Sie neue, um die gesamte Stromproduktion zu erhöhen. Ja gut, wie gesagt, das war jetzt die kostengünstige Alternative, da einfach mal das Update reinzuklatschen. So, unser Triceratops wird hoffentlich geheilt. Wir gucken wegen finanziellen Mitteln, weil wir haben ja gerade nicht so viel. Und hier haben wir auch nochmal ein richtig schönes Stück für einen Triceratops. Voll gut. So, aber wir haben immer noch nicht genug Strom. Ungenutzter Strom 0. Ja gut, ich befürchte fast, wir brauchen da nochmal einen Steckplatz mehr. So. Ich hau das mal auch noch mit rein. Ist vielleicht nicht die schlauste Variante. Wir haben unsere erste Mission abgeschlossen. Wir haben gerade auch 1 Million gekriegt. Ich habe es so im Augenwinkel gesehen. Stärke des Herzens 2.0 ist verfügbar. Ich hab's geschafft. Cool. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch Sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich? Man weiß es nicht. So, was sagt die Futterstation? 6 von 10. Ha, gar nicht mal so übel. So, Flo rennt hier noch rum. Flo ist quicklebendig. So, hat nichts weiter getan. Alter 16. Flo, du bist schon alt geworden hier. So, wir könnten rein theoretisch jetzt einen neuen Dino ausbrüten, weil wir gerade das Geld haben. Aber ich glaube, wir sollten das lieber in ein neues Kraftwerk investieren. Weil irgendwie mangelt es uns da ja ein bisschen. Können wir das hier noch irgendwie reinquetschen?
Kriegen wir das hier noch irgendwie reingequetscht? Bitte? Das wäre ganz toll. Ich befürchte, nein. Nicht so wirklich effizient gebaut hier. Dann würde ich sagen, quetschen wir das einfach mal nach hier hinten irgendwie. Wie es am besten passt so. Oh, ich kriege immer das Y nicht gedrückt. So. Denn dann steht es da halt auch mit dran. Und ist schön weit weg. Ich papp das mal damit hin. Es braucht jetzt nur noch einen Weg. Sehr gut. So. Können wir das irgendwie kurvig bauen? Leertaste, okay. Warum können wir das nicht mehr kurvig bauen? Das finde ich gerade nicht so schön. Wie kann ich denn das abreißen? Okay, machen wir nochmal. So. Ja gut, auch okay. Forschung abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Oh, Flo möchte ein pompöses Grab, wenn er drauf geht. Weil ich weiß nicht, ob wir es einrichten können. Ich glaube, du kriegst auch nur den ACU-Helikopter. Ach nee, du kriegst den vom Ranger-Team, oder? Für den Abtransport. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. So, wir haben noch Gebäude-Upgrades. Wir könnten hier mal Ausfallschutz erforschen. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu teuer. Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Oh Gott, es war teuer. Nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Wir können nur auf Fossilien hoffen. Naja, gut. Da hatten wir leider nichts bei. Aber wir können gleich nochmal losschicken. So 356.000. Langsam wird es hier ein bisschen knapp, sage ich euch. So, hier drüben haben wir auch noch. Und zwar den Ceratosaurus. Da müssen wir mal gucken. So, mit O. Wie geht's denn unseren Dinos, die hier drin sind? Soweit, so gut. Wir können auch nochmal versuchen, hier einen Strutiomimus zu machen. Weil bei den anderen bin ich mir so ein bisschen unsicher, dass wir das so schaffen. Was haben wir hier bei der Genommodifizierung? Da hatten wir das hier eingegeben. Stärke des Herzens. Immunreaktion ist gleich viel, viel weniger. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt bringen soll, wenn das da so ins Minus geht. So, intuitives Lernen, starke Heilung, Immunreaktion, Lebensfähigkeit geht so runter um 7%. Aber wir sind von der Immunreaktion hier viel, viel besser dabei. Aber wir haben jetzt eigentlich schon so viel erforscht, das sollte eigentlich funktionieren, hoffe ich doch. Mal gucken. Wir werden auf jeden Fall hier mal eine Runde ausbrüten, weil einen anderen können wir uns nicht leisten und wir müssen irgendwie wieder Besucher in den Park locken. Aber wir sind eigentlich bei 47.000 ganz gut dabei, würde ich sagen. Wir müssen nur einfach mal sparen, ich gebe die ganze Zeit Geld aus. Manchmal bin ich ein bisschen schlimm. Ausbrüten fehlgeschlagen, ja gut, das habe ich fast befürchtet. Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Oh. Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Oh. Du bekommst in erster Linie einen hübschen Heli. Das Ausbrüten eines Dinosauriers mit einem Genom, das nicht zu 100% vollständig ist, kann fehlschlagen. Die Lebensfähigkeit bestimmt die Erfolgschancen des Brutvorgangs. Upgrades für die Erfolgsrate des Hammett-Entwicklungslabors erhöhen die Lebensfähigkeit. Genmodifikationen verringern die Lebensfähigkeit. Genmodifikationen erhöhen die Kosten des Brutvorgangs, können jedoch Dinosaurier mit erheblichen Vorteilen und höheren Bewertungen vorbringen. Ja gut, wir können ja hier auch nochmal das dritte Update reinpacken. Verbrauchen wir zwar wieder ein bisschen mehr Strom, aber wir haben ja erst das neue Kraftwerk gebaut. Von daher sollten wir das eigentlich ganz gut hinkriegen, hoffe ich. Und dann sollte unser Struti hier auch nochmal ein bisschen... Eigentlich müsste er jetzt über 100% sein. Eigentlich sollte es funktionieren. Wir versuchen es einfach nochmal. Mal gucken. Ich bin gespannt. Läuft die Forschung hier immer noch? Ja, immer noch 2 Minuten verbleibend. Ist auf jeden Fall eine Forschung, die ein bisschen länger dauert. Thank you.